Ja, es ist natürlich recht klischeehaft, ein Video zu einem alten Spiel mit dem Intro zu starten. Aber dieser Startbildschirm ruft bei mir so unfassbar viel Nostalgie hervor und spätestens dann beim Ausballbildschirm rastet das innere Kind in mir aus und möchte am liebsten sofort den alten Kasten anwerfen und den Controller mit den vier ikonischen vier Farben der Videospielgeschichte in die Hand nehmen. Dabei hatte meine Beziehung zu Autos nicht immer das beste Verhältnis. Mein erstes Auto hatte direkt einen Totalschaden, das zweite hatte auch Probleme und dann bin ich eigentlich regelmäßig komplett ausgerastet. Ich hasse Autos und Autos hassen mich. Heutzutage habe ich meinen Frieden mit Autos gefunden. Ich habe meinen kleinen Rüdiger hier, wo ich mich endlich dazu entschieden habe, einen Neuwagen zu kaufen, wo man dann endlich Ruhe hat von dem ganzen Stress. Ja, aber es ändert nichts daran, dass ich Autofahren nach wie vor als langweilig, als Last empfinde. Und auch wenn Rüdiger super ist, ne, und keinen Stress mehr macht, ich empfinde Autofahren, wie gesagt, als Qual, weil es langweilig und trocken ist. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich beim normalen Autofahren nicht mit Panzern, Bananen oder anderen Dingen um mich schmeißen kann. Tja, und während ich Frieden geschlossen habe mit meinem Auto, war ich tatsächlich im Videospielbereich nie so der große Fan von Rennspielen. Es sind eher so ein bisschen die abgedrehten Rennspiele. Ich habe früher NASCAR Racing gespielt oder Need for Speed Underground, wo man pimpen konnte. Aber tatsächlich haben mir, abgesehen von den Future Racern, aber das ist ein anderes Thema, haben es mir die Fun Racer angetan. Und der Nummer 1 Fun Racer, mal abgesehen von, ja, Diddy Kong Racing und Crash Team Racing und Sonic All-Stars Reformed, ja, aber der Fun Racer überhaupt ist immer und wird wahrscheinlich immer sein Super Mario Kart. Und mit diesem alten Super Nintendo Ding hier hat das Ganze angefangen. Ich habe tatsächlich witzigerweise auch gerade hier einmal die NTSC Variante da und Super Mario Kart, boah, Leute, dieses Spiel ist so unfassbar viel Liebe. Heutzutage sind es ja unzählige Strecken und unzählige Fahrer, aber damals hier auf dem Super Nintendo, ja, da gab es halt nur ein paar. Und man kannte sie alle. Das war halt die absolute Elite an diesen ganzen Super Mario Charakteren. Es war halt damals wirklich noch Super Mario Kart. Heutzutage ist es ja eher so ein bisschen Nintendo Kart. Und ich nehme mich jetzt mal mit auf eine Reise in die alte Zeit auf den Super Nintendo, als Super Mario Kart noch ganz in den Kinderschuhen gesteckt hat. Mario Kart kennt ja heutzutage eigentlich jeder. Ich meine, es ist eins der Multiplayer, eins der Partyspiele. Jeder hat seine liebsten Fahrer und Strecken, gibt ja auch genug Auswahl. 1992, beziehungsweise bei uns 93, da war das aber tatsächlich noch komplett anders. Wusstet ihr, dass dieser erste Teil gerade mal 8 Fahrer vorweisen konnte? Mario und Luigi waren die beiden normalen Allrounder, ne, mit allen Werten so in der Mitte. Yoshi und Peach waren die, die ganz schnell beschleunigt haben. Also die Raser, Donkey Kong, damals noch im alten Design mit der Krawatte, so aus dem alten Donkey Kong NES-Spiel. Und Bowser sind die beiden Fetten, die halt total schnell sind am Ende, aber langsam auf Touren kommen, halt schnell beschleunigen. Und Toad und Koopa waren die ganz Leichtgewichte, die halt einfach auch irgendwie die beste Steuerung hatten. Ich habe in diesem ersten Teil immer den Koopa-Tuber genommen. Und ich finde es halt super schade, dass er danach einfach verschwunden ist. Alternativ habe ich auch sehr gerne Toad oder auch mal Yoshi gespielt, aber die Steuerung von Koopa und Toad, die brauche ich einfach. Aber auch Strecken gab es wesentlich weniger. Zwar gibt es auch hier 4 Cups mit jeweils 5 Strecken, also eigentlich 20, aber die wiederholen sich halt auch relativ oft vom Thema her, sodass es im Endeffekt gerade mal 8 verschiedene Umfelder gibt. Das ist aber nicht weiter wild. Jede Strecke hat nämlich durch ihre erhöhte Schwierigkeit und die Streckenführung eine ganz eigene Identität und man bekommt eben nicht so stark das Gefühl, dass man irgendwie immer die gleiche Strecke fährt. Nicht so doll jedenfalls, wie man vermuten würde, auch wenn es im Grunde eigentlich immer ähnlich aussieht. Aber man hat auch gar keine Zeit, irgendwie so zu empfinden, weil einem natürlich auch hier schon diese fiesen, gemeinen Items um den Kopf geballert werden. Rote und grüne Panzer gab es ja auch schon, genauso wie die Bananenschalen, die Pilze und die Sterne. Und sie machten auch genau das gleiche damals, wie sie heute machen. Aber viele der heute so bekannten Items wie der Bullet Bill, gut, der kam erst später dazu, oder der diebische Geist, oder der allseits gehasste, gefürchtete und Freundschaften vernichtende blaue Panzer, der kam ja erst mit dem N64-Teil. Oder die anderen Items, wie gesagt, kamen noch später erst dazu. Freut euch jetzt aber nicht zu früh. Der blaue Panzer, also die blaue Gefahr von oben, ist nicht Teil des Chaos. So hat mich allerdings, muss ich sagen, noch nie ein Item so hart getriggert, wie der Blitz hier aus Super Mario Kart. Nicht nur, dass er dich klein und langsam macht,
sondern sobald der Inhaber des Blitzes, also der noch groß ist oder einer, der einen Stern hatte und auch noch groß ist, über dich fährt oder dich nur berührt, wirst du zermatscht, dann bist du platt und düdelst so gefühlt 2 Monate lang durch die Luft, bis du endlich weiterfahren kannst. Generell finde ich, dass es sich in keinem Spiel danach wieder so heftig angefühlt hat, getroffen zu werden. Ich meine, wie die dabei abgehen, guck dir das mal an, da bekommst du ja fast einen Anfall. Ey. Aber mein liebstes Item ever war sowieso immer die Feder. Genau wie damals in Link's Awakening, da konnte man ja auch springen. Und hier kannst du auch mit der Feder einmal so einen Hopser machen und damit dreht der Charakter sich immer. Das war nicht nur super, um spontan Hindernissen auszuweichen, sondern natürlich auch, um Abkürzungen zu nehmen. Die Level sind halt auch extra für diese Feder designt und es gibt bewusst versteckte Löcher oder Mauern, die mit dieser Feder übersprungen werden könnten. Liebe geht raus an dieses Item, ich liebe die Feder. Von den Strecken kann ich mich eigentlich kaum wirklich für einen Liebling entscheiden. Marios Piste ist einfach ein absoluter Klassiker und halt ikonisch für die Mario Kart Reihe. Jeder Teil hatte danach irgendwie eine Mario oder Luigi Piste. Der Strand war aber auch so cool, weil hier auch diese mega Abkürzungen mit und ohne Feder möglich waren. Und das Geräusch, wenn man durch das Wasser plitscht, das ist so cool, ey. Plitsch, plitsch, plitsch. Die Donut-Ebene ist purer Hass. Dieses Gerutsche im Sand, Alter. Diese Ebene, das ist eigentlich der Grund, warum ich nie andere Fahrer als Toad oder Cooper nehmen konnte. Weil dieses Gerutsche. Super Mario Kart ist quasi der König, was das Driften angeht. Ganze Monde kann man hier umdriften, wenn man nicht aufpasst. Alter, regt mir dieser Sand auf. Aber natürlich gehören auf diesen Welten seit jeher gehören sie dazu. Und man akzeptiert sie halt auch. Genauso wie die Schoko-Level. Die gab es seitdem halt auch immer wieder. Hier hat mich das Gerutsche irgendwie nie so krass gestört. Es war auch nicht so doll. Außer es lag halt Geröll auf dem Boden rum. Also damit meine ich diese kleinen Kiesel. Also diese Pixel auf dem Boden. Und wehe, du kommst auch nur in die Nähe der felsigen Außenlandschaft. Alter, in keinem Spiel bremst man so schnell von 100 auf 0 wie hier mit dem Berühren der braunen Schokoberge. Fahr hier jetzt mal Bowser oder Donkey Kong, dann aber echt Vorsicht, darfst du nicht einmal an den Fahrbahn rankommen. Generell finde ich übrigens, dass es in diesem Teil am allerschwersten war, wirklich gut mit diesen beiden dicken Fahrern zu sein. Das Geisterhaus war schon richtig hart brutal und hat für mich immer die schwersten Level gestellt. Hier findet sich aber auch, finde ich persönlich, die größte Stärke des Spiels wieder. Dieses Spiel hatte einfach noch keine Angst, die Spiele auch mal runterfallen zu lassen. So, oh, die armen Casuals, wir müssen... Nein, so krass viele scharfe Kurven und enge Passagen ohne Fahrbahnbegrenzung. So geil. Vor allem die 4 Cups, die werden halt auch tatsächlich wirklich immer, immer schwerer. Das merkt man halt daran, dass die viel, viel enger sind, die Passagen, oder viel weniger Fahrbahnbegrenzung da ist. Geil. Natürlich entstand so vor allem in den Geisterleveln auch das meiste Chaos, auch weil sie die heftigsten Abkürzungen hatten, aber das machte sie eben sehr interessant, vor allem für Speedruns. Bowser Stage fand ich immer visuell am langweiligsten, aber diese geile Mucke und diese bedrohliche hellrote Lava haben einem immer das Adrenalin nach oben gepumpt. Krasse harte Kurven, fiese Hindernisse und gemeine Lücken sorgten für geniale Spannung. Und dann, natürlich, die geilste Rainbow Road aller Zeiten. Ich sag's jetzt hier nochmal, wie es ist. Die Rainbow Road in Super Mario Kart ist die beste ever. Immer noch. So sehr ich diese übelst langweilige N64-Variante verabscheue, so sehr liebe ich diese pure Skillstrecke. Diese Musik. Generell, gut, die Musik auf der N64-Variante ist auch cool, aber generell hat dieses Spiel einen so tollen Soundtrack. Irgendwie immer was Neues, aber teils auch mit dem bekannten Mario-Charme. Und bis heute hört man den Einfluss, den dieser Soundtrack damals auf die heutigen Lieder der Strecke, der Reihe hatte. Die Klänge vom Strand, die ganzen Soundeffekte, egal ob die Bremsen, die Ampel von Lakito oder die Treffer-Sounds, wenn du mit dem Panzer getroffen bist. Die gesamte Soundkulisse von Super Mario Kart ist ein einfacher Kindheitsorgasmus für mich. Und das Lied der Rainbow Road ist auch Legende. Keine Streckenbegrenzung, nirgends, also das genaue Gegenteil eigentlich zur N64-Variante. Geil. So gefährlich, tolle Abkürzung und dadurch einfach genial. Die Game Advance-Variante aus Mario Kart Super Circuit, die habe ich auch damals total gefeiert. Ach, Mensch. Dieses Spiel ist so viel Liebe und war damals für mein junges Ich ein toller Start in eine Spielereihe, die mir eigentlich mit fast jedem weiteren Teil so viele tolle Zeiten beschert hat. Die Spiele wurden eigentlich immer nur besser und besser. Mehr Fahrer kamen dazu, einige gingen auch wieder weg. Mehr Strecken, immer eine super tolle Musik. Manche Spiele hatten ein neues, ganz eigenes Gimmick. Andere waren tolle Singleplayer-Erfahrungen, von denen speziell ein Teil mich halt richtig gepackt hat. Andere wurden zum Multiplayer-Festival und andere haben einfach Mario Kart auf die Spitze getrieben.
Und Super Mario Kart hat sich dann natürlich mit diesen ganzen Nachfolgern auch noch immer weiterentwickelt. Und Mario Kart 64 war für mich damals auch einfach absoluter Hype. Dieses Ding haben wir damals mit meinen Kumpels auf der N64 rauf und runter gezockt. Es war einer unserer Multiplayer-Titel, abgesehen von Smash Bros. 64. Mario Party, natürlich auch Pokémon Stadium und anderen Dingen haben wir so viel Mario Kart 64 gezockt. Es war absoluter Multiplayer-Spaß der puresten Freunde. Und dann ging es im Laufe der Zeit halt immer weiter. Ganz, ganz viele lieben ja auch Super Mario Kart Double Dash. Da muss ich persönlich sagen, zu der Zeit war ich nicht so ganz viel am Mario Kart spielen. Ich habe Double Dash, wie viele von euch wahrscheinlich, nie so wirklich im Koop gespielt und bin da nie so wirklich reingekommen. Deshalb ist Double Dash eher so der Titel, den ich eigentlich so am wenigsten gespielt habe. Gut, ich muss auch sagen, dass ich die Ableger für die tragbaren Konsolen, also Mario Kart DS und Mario Kart 7, habe ich auch nie wirklich viel gespielt. Ich habe sie immer mal getestet. Ich empfand sie auch immer als gut. Sie haben immer alle Spaß gemacht. Aber irgendwie bin ich da bei diesen Titeln nie so wirklich reingekommen. Und Mario Kart Wii war tatsächlich so, dass ich den Teil auch gar nicht so richtig mochte. Das lag halt daran, dass hier halt so super viele Fahrer auf eine Strecke kommen sollten. Und dann hattest du irgendwie so riesige Strecken, die alle viel zu groß waren. Es ging irgendwie nur noch um die Items und hatte überhaupt nichts mehr wirklich mit dem Fahrer-Skill zu tun. Hatte ich persönlich das Gefühl. Das ist jetzt keine Aussage über das Spiel, sondern das war so mein Empfinden damals. Natürlich habe ich dieses Spiel damals zu Studienzeiten ganz, ganz viel mit Leuten auch immer mal wieder gespielt. Und es sind aber zwei Mario Kart Spiele, die ich dann eher so ein bisschen am meisten besprochen hätte. Das eine ist tatsächlich, abgesehen von Super Mario Kart, mein liebstes Mario Kart. Super Mario Kart Super Circuit ist mein allerliebster Teil der Mario Kart Reihe. Ich hatte damals als Kind mein Game Boy Advance und abgesehen von dem Game Boy war damals mein GBA, das war mein Gerät. Ich habe so viel auf diesem Ding gespielt, so unfassbar viel. Auch Maximum Velocity, F-Zero, viele andere tolle Spiele, aber Mario Kart Super Circuit habe ich damals versucht auf 100% zu ballern. Es gibt die ganzen Strecken und du kannst bis zu 3 Sterne pro Strecke bekommen. Und du kannst dann auch im umgekehrten Modus noch 3 Sterne bekommen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Mir fehlten ein paar Strecken mit den 3 Sternen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber ich habe ohne Witz hunderte von Stunden dieses Spiel gespielt. Und deshalb ist das bis heute mein liebster Teil. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist Mario Kart heutzutage beim absoluten Maximum angekommen. Mario Kart 8 Deluxe ist das allerbeste, was Mario Kart bisher je erreicht hat. Wie das jetzt mit Mario Kart weitergeht, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir wissen, wie viele Fahrer es heutzutage gibt. Wie gesagt, eigentlich ist es eher Nintendo Kart, ähnlich wie bei Smash Bros., wo immer wieder die Elite der Charaktere zusammenkommt. Ganz viele bescheuerte Charaktere bekommen heutzutage ein Kart. Wir haben aus anderen Franchises, haben wir Link jetzt auch schon mittlerweile dabei. Und ja, es gibt F-Zero-Strecken, Animal Crossing-Strecken, alles mittlerweile voll dabei. Es ist wie Smash Bros. Fast schon so eine kleine Hommage an die ganzen Nintendo-IPs, die wir da so haben. Und ja, jetzt, was machen sie nach Mario Kart 8 Deluxe? Es ist, wie gesagt, der absolute Gipfel, den Mario Kart bisher erreicht hat. Und es ist sehr, sehr spannend zu gucken, wie machen sie jetzt weiter? Machen sie einfach noch mehr Strecken, noch mehr Fahrer? Schaffen sie das? Die Frage stellt sich bei Smash genauso. Schaffen sie es nochmal, Mario Kart 8 Deluxe zu toppen? Oder gehen sie ein bisschen zurück und sagen, okay, wir machen einfach ein komplett neues Mario Kart, neue Fahrer und streichen hier ein bisschen was? Die Frage war sehr, sehr spannend. Bisher, Stand jetzt, ist kein Mario Kart 9 angekündigt. Wir wissen aktuell noch nichts. Kann sein, dass wenn das Video rauskommt, ein Nintendo Direct angekündigt wird und Mario Kart 9 in den Startlöchern steht. Das wäre sehr, sehr unglücklich für dieses Video. Aber so wie es jetzt ist, das war, meine Lieben, das war ein Nostalgie-Alarm zu der Mario Kart-Reihe und speziell für mich zu Super Mario Kart. Denn ich war damals ein kleiner Steppke, als ich auf dem Super Nintendo dieses wunderschöne Spielchen gespielt habe und mich auf die ganzen Strecken eingelassen habe, so viel Spaß hatte, mit diesen Fahrern zu fahren. Und wenn ich schon diese alten Sprites sehe, da kommt so viel Kindheitsnostalgie in mir hoch. Wahnsinn. Deshalb wird Super Mario Kart immer einen ganz, ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben, wenn es um die Mario Kart-Reihe geht. Meine Lieben, hat euch dieses Video gefallen? Ich hoffe, dieser kleine Nostalgie-Trip hat euch zugesagt. Wenn ja, ein Daumen nach oben würde mich freuen. Abonniert mich für mehr Nostalgie demnächst auch mal wieder. Wir müssen uns mal wieder ein paar der alten Spiele angucken. Von den alten Konsolen aus meiner Kindheit. Habt ihr Super Mario Kart gespielt? Was ist euer liebster Fahrer? Und was ist euer liebster Teil? Lasst es mir in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst mit weiteren Videos. Euer Tim sagt Tschüss. Haut rein, bis zum nächsten Mal.